Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für ein aufgebrauchtes, dieses Mal wieder ein Kosmetik-aufgebrauchtes. Meine Tüte ist ja ziemlich voll. Ich habe wieder eine Weile gesammelt und links von mir steht eine Mülltüte. Diese Mülltüte fülle ich übrigens seit, sagen wir mal, dem ersten Quartal des letzten Jahres. Ich müsste noch mal gucken. Ich habe nämlich das Experiment gestartet vor langer Zeit. Entschuldige, ich verliere gerade Haare. Wie viel ich eigentlich im Jahr aufbrauche an Kosmetiksachen oder Pflegesachen. Und ja, die Tüte ist eigentlich relativ voll. Ich glaube, mit den Sachen jetzt wird sie voll. Können wir mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ja, fangen wir mal an. Falls ihr irgendwas durch Bild fliegen seht, das ist wahrscheinlich der Staub. Ich bin natürlich mal wieder sowas von, das ist sowas von bescheuert eigentlich. Ich stehe morgens am Wochenende um 7, halb 8 rum spätestens auf und sage mir immer, okay, sobald es hell ist, drehst du die Videos. Oder machst die Fotos für einen Blog oder so, ne? Oder schreibst ein bisschen. So, dann tüttel ich hier, dann tüttel ich da, dann tüttel ich da. Ich habe dann manchmal so nachmittags, habe ich noch irgendwas vor oder so, muss dann weg. Und dann fällt mir so 2 Stunden, bevor ich weg muss, ein, oh, verdammt, du hast noch gar nichts gedreht, du hast noch gar nichts gemacht. Das heißt, ganz schnell Fotos machen und ganz schnell irgendwie was drehen oder so. Und ja, heute ist es mal wieder soweit. Deswegen, ich habe jetzt nicht die Sachen noch alle gereinigt oder so. Also falls ihr so ein Staubflöckchen durchs Bild fliegen seht. Ups. Ja, typische Chaoten-Brina halt, ne, wie ihr mich eigentlich kennt. Fangen wir einfach mal an, bevor wir noch zu lange rumtüdeln. Ich greife jetzt einfach mal in die Tüte rein. Fangen wir mal mit einem Produkt an, das ist nicht leer. Das ist von Balea die leichte Body Lotion. Für normale Haut, mit so, zieht schnell ein, verspricht 24 Stunden Pflege, blablub. Diese Creme habe ich seit ungefähr einem Jahr, wenn nicht sogar länger, bei meinem Freund stehen. Ich bin jetzt auch nicht jedes Wochenende da, um die zu benutzen. Deswegen, ja, braucht die sich noch langsamer auf als üblich. Und ich glaube, ich habe jetzt so die Hälfte, etwas über die Hälfte habe ich jetzt verbraucht. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen. Also es ist kein schlechtes Produkt, aber ich habe mich einfach, ich bin es irgendwo leid, weil mir die Konsistenz zu flüssig ist. Da ist mir der Deckel zwischendrin abgeflogen, ging die Hälfte überall hin und der Duft ist angenehm, ist so ein bisschen an, ja, so leicht an Nivea angelehnt, würde ich jetzt mal sagen. Nicht genau wie Nivea, aber so in die Richtung halt, ein Cremegeruch halt. Und ja, die hatte ich mal irgendwann zum Testen zugeschickt bekommen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls, ich kann es irgendwo nicht mehr sehen, das muss jetzt weg. Ich bevorzuge auch inzwischen auch die Körperbutter. Kein schlechtes Produkt, aber küt jetzt fort. Dann ein Produkt, dem ich wirklich nachheule und das sieht echt knistig und eklig aus, deswegen halte ich es nur mal kurz in die Kamera. Meine Riesenpulle von Moroccan Oil Shampoo, und zwar ist das das Repair Shampoo, die 1-Liter-Pulle von, die habe ich mal vor 2 Jahren auf der Hair Beauty gekauft, habe die lange nicht benutzt, da ich andere Produkte verwendet habe. Jetzt habe ich sie leer gemacht und ich will die unbedingt wieder haben, weil ich liebe Moroccan Oil Shampoo. Da könnt ihr jetzt schreien von wegen Silikone, bis ihr schwarz werdet, ist mir scheißegal, ich benutze es gern. Und weiter geht's. Hier ist auch ein Non-Food-Produkt, das machen wir als letztes. Gerade vor kurzem leer geworden vom BB Young Care 3-in-1 erfrischende Reinigungstücher für normale Haut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die drinne habe in meinem zweiten und Gott sei Dank letzten Teil von dem Feuchttücher aufgebraucht. Ich fand die, glaube ich, ganz okay. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich glaube, die waren okay. Aber müsste ich nochmal gucken. Ich verlinke es euch mal unten, falls ihr gucken wollt. Dann haben wir ein Deo. Ja, nur eins. Ich glaube, eines habe ich bei meinem Freund entsorgt. Mitchum 100 Milliliter Antitranspirant und Deodorant 48 Stunden und unparfümiert. Benutze ich eigentlich immer. Also das findet ihr in jedem aufgebraucht von mir. Hole ich mir auch immer aus England. Ja, ist halt ein Deo, ne? Dann noch eins, was ich nicht aufgebraucht habe. Falls ihr meinen Besuch bei Titten auf dem Tisch von der lieben Desmodea gesehen habt. Ich habe ein Bubi-Deo getestet und beziehungsweise wir haben ein Bubi-Deo ausprobiert. Ich verlinke es euch auch nochmal unten. Das ist eigentlich ganz witzig geworden. Hat mir nicht gefallen, fand ich eigentlich nicht gut, aber ich will da jetzt nicht weiter vorgreifen, weil ihr solltet schön meine Videos gucken, ne? Schaut mal rein. Jedenfalls werde ich nicht weiter benutzen, kommt auch weg. Scheiß auf den Preis. Kommt weg, ich mag es nicht.
Sweet Apple Pie Hugs von Treacle Moon, die 500 Milliliter, hat mir sehr gut gefallen. Zwischendrin ist der Deckel irgendwie flöten gegangen. Ein super, super leckerer Duft, kann ich echt jedem empfehlen. Ich würde es mir gerne nachkaufen, aber ich habe mir ja geschworen, ich hole mir keine Duschgele mehr nach. Jetzt bin ich aber am Überlegen, ob ich es mir nicht als Backup hole, für wenn es irgendwann nicht mehr da ist, aber noch kann ich gut widerstehen. Noch kann ich wirklich gut widerstehen. Mir gefällt das unglaublich gut. Ich liebe das. Sehr schön. Also die Treacle Moon Produkte sind ja generell recht gut. Dann habe ich, hier ist der Deckel dazu, noch ein Eau Thermale Avène so ein Cleansing Foam leer gemacht. Den muss ich mir noch nachkaufen. Benutze ich immer unter der Dusche, um mein Gesicht zu waschen. Sehr, sehr gutes Produkt, kann ich auch empfehlen. Da gibt es auch ein Video zu. Die 150 Milliliter. Das ist so ein Schaum, den man ganz easy unter der Dusche verwenden kann. Richtig, richtig gut und ist leer. Ich glaube, dieses Mal bin ich da schneller durch als beim letzten. Ja, leider, leider leer ist mein Batiste Trockenshampoo in Tropical. Da benutze ich gerade ein anderes. Ich glaube, das mit Floral und es ist so eklig. Ich glaube, ich habe hiervon noch eine große Flasche bei meinem Freund stehen. Die müsste ich mal hier rüber schaffen. Ich brauche sehr lange, um Trockenshampoo leer zu machen, weil ich das in der Regel, ich benutze das jetzt nicht täglich oder so. Aber wenn ich gerade zu faul zum Haare waschen bin oder so noch einen Tag rausschlagen will oder ich habe keine Zeit, dann ist das eigentlich ganz gut und das riecht so, so gut. Das ist oh, blumig, richtig oh, lecker, also richtig, richtig toll, wie so tropische Blumen. Ein Rasierschaum, auch von Balea, ein Rasiergel, entschuldigt. Blueberry Love mit Blaubeerenduft, ach ja, offensichtlich. Für empfindliche Haut fand ich ganz toll. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Balea Duschschäume, will ich schon sagen. Diese Rasiergele von Balea sind ja eigentlich echt gut und ich meine, ich finde die Verpackung, die ist auch echt hübsch. Also auch wenn es jetzt eklig und kniestig aussieht. Alles, was irgendwie bei mir in der Dusche residiert, sieht irgendwann einfach so aus. Ist das bei euch auch so? Was haben wir noch? Ein Conditioner. Da habe ich, glaube ich. Oh. Da habe ich sehr lang gebraucht, um den leer zu kriegen, weil ich super, super selten Conditioner benutze. Aber wenn, dann eigentlich nur von Alberto Balsam, den Blaubeer-Conditioner, lieb ich heiß und innig. Ich glaube, den gibt es auf Amazon auch. Ich hole ihn mir immer aus England. Habe ich, glaube ich, noch einen von. Und ich, nee, als Shampoo habe ich das leider nicht. Aber als Shampoo benutze ich immer das Apfelshampoo. Da habe ich übrigens gerade eines fast leer. Das kommt dann in den nächsten aufgebraucht. Was habe ich noch? Ups, auch wieder was, was nicht ganz leer ist. Und zwar von Benefit Triple Performing Facial Emulsion. Hatte ich vor boah, 2 Jahren ein Weihnachtsset gekauft. Und das ist ungefähr noch so bis hier, glaube ich, ist da noch drin. Das sieht jetzt nach mehr aus, als es ist. Aber das ist irgendwie so, meine Haut hat angefangen so ein bisschen zu reagieren. Also glaube ich, dass das gekippt ist. Deswegen so, nee, weg damit. Da ist übrigens vor langer Zeit schon der Deckel kaputt gegangen. Das ist leider kein echter Korkdeckel, sondern das ist ein Plastikdeckel in Korkoptik. Und der ist mir dann komplett gekracht. Also ihr seht hier schon, der ist komplett gekracht. Also weg damit. Scheint nicht mehr so gesund zu sein. Irgendwie habe ich es heute mit Produkten, die nicht ganz aufgebraucht sind. Hier ist auch wieder eins und zwar von Vaseline, ein mit Cocoa Butter Duft für die Lippen. Ja, das habe ich eine Weile benutzt. Ihr seht, es ist etwas benutzt, aber ich habe mir das angeguckt und habe da echt gesessen und dachte so, benutzt du das denn weiter? Und da ich gar kein Fan eigentlich von Vaseline als Pflege bin, habe ich jetzt gesagt, okay, ich bin jetzt mal ganz radikal, ich hau das jetzt raus, wobei ich das immer sehr gerne, also sehr gut fand, so vom Duft her, aber von der Wirkung her einfach Schrott und deswegen kommt, ist es jetzt aussortiert. 3 Badesachen sind hier. Ich bemühe mich eigentlich immer, ich kann ja nur bei meinem Freund baden gehen, dass ich so Badesalz, was auch immer, Dinger, die ich benutze, die Tütchen wieder mitzunehmen nach Hause. Um sie euch im Aufgebrauch zu zeigen. Aber ich glaube, ich habe es einige Male vergessen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Mal, also zweimal So White, die Badekugel von Lush, habe ich auf jeden Fall aufgebraucht. Eine, wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Sexy. Das habe ich vergessen. Ja, jedenfalls noch eine andere Badebombe von Lush. Und dann habe ich einmal die Limited Edition von Tete Sept Badesalze, Deine Kuschelzeit verwendet.
Fand ich richtig lecker. Ich kam mir aber vor, als wenn ich in Glühwein bade. War ganz witzig. Der Duft hielt auch sehr lang im Wasser an, leider nicht auf der Haut, aber gut, das soll der, glaube ich, auch nicht. Sehr schönes Produkt. Ein Produkt, was ich sehr vermisse und ich hoffe, das kommt irgendwann wieder von Alverde, Verwöhnsalz, Macadamia, Nuss, Karité, Butter. Ich glaube, da habe ich noch ein oder zwei auf Lager. So toll, so ein tolles Ding. Also wenn das das irgendwann nochmal gibt, kaufe ich das stapelweise. Wahrscheinlich die komplette Kiste, die im Regal steht. Und auch von Tetia Sepp, Sinnessalze Wintermärchen habe ich, glaube ich, das ist, glaube ich, das zweite, was ich benutzt habe, oder? Nee, ich glaube, beim letzten Aufgebraucht war eins dabei. Das ist so toll, das riecht nach Granatapfel. Und richtig, richtig, richtig toll. Das ist so schön winterlich und angenehm und so Zen für die Seele. Also richtig, richtig gut. Also die Tete Sepp Sachen gefallen mir echt gut. Dann habe ich einmal ein So White Duschgel von Lush aufgebraucht. Das war so ein kleines. Die haben es immer eilig, immer dann, wenn ich drehe. Ja, das habe ich leer gemacht, weil das so kurz vorm Ablaufen stand. Ja, 7.1.2016 und das hatte ich schon eine ganze Weile und da habe ich das benutzt. Und ich meine, die kleinen Dinge hat man ja schnell aufgebraucht. Ich muss sagen, der Duft war okay. Ich weiß nicht warum. Irgendwas hier dran hat mich irgendwie nicht so überzeugt, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ob es jetzt die Konsistenz war, die so ein bisschen rausgesputzt ist, ich kann es nicht sagen. Ich mag den Duft, den fand ich sehr angenehm, auch sehr abfällig. Ich liebe ja die Badekugel von Lush. Aber irgendwie als Duschgel würde ich mir das jetzt nicht nochmal holen. Dann habe ich ein Mini-Deo von Nivea, Satin Sensation. Ein Antitranspirant habe ich leer gemacht. Die benutze ich normalerweise nicht. Ich habe die immer nur im Rucksack oder bei der Arbeit, weil ich das Problem habe, dass aus irgendeinem unerfindlichen Grund immer mal wieder unter meiner rechten Achsel das Deo komplett versagt. Also ich habe keine Ahnung, woran es liegt, ob es an Hormonen liegt oder woran, weil an dem Deo kann es nicht liegen, weil sonst wäre die andere Achsel genauso betroffen. Ich schwitze ja nicht nur unter einem Arm. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht auch was mit meiner Haut und deswegen habe ich immer so ein kleines Deo dabei. Und ja, das ist halt leer geworden. Und die benutze ich eigentlich sehr ungern, weil ich die so schlecht vertrage. Dann auch wieder, das ist auch was, das ist fast weg, aber nicht so ganz. Das ist It's Potent, die Eye Cream von Benefit. Die habe ich halt auch so lange auf und ich benutze aktuell eigentlich weder Gesichtscreme noch Augencreme. Deswegen brauche ich nicht mehr. Das kommt jetzt weg. Irgendwann muss man Tschüss sagen. Dann haben wir noch ein Mini-Duschgel von Original Source in Lime. Fand ich sehr, sehr erfrischend. Ich habe es natürlich jetzt im Herbst, Winter aufgebraucht. Aber so für den Sommer fände ich das eigentlich ganz cool. Also es war sehr, sehr angenehm, erstaunlicherweise, wobei ich nicht so der Lime-Fan bin. Hat mir aber ganz gut gefallen. Dann sind zwei Handcremes leer geworden, zwei kleine. Einmal, ja, habe ich natürlich falsch rumgehalten, von Camille. Und das ist eigentlich so ein Klassiker, damit sind wir alle aufgewachsen. Das ist so ein 80er-Jahre-Creme oder so. Die mag ich sehr gern, die ist eigentlich ganz gut. Und dann habe ich hier von Crabtree and Evelyn English Honey and Peach Blossom geschenkt bekommen. Und ja, das war eigentlich eine Qual für mich, die echt aufzubrauchen. Also jetzt ist hier auch nur noch Luft drin. Der Geruch hat mir gar nicht gefallen. Also so Honig ist echt überhaupt nicht so mein Ding. Und deswegen habe ich mich durch den letzten Rest echt gequält. Und ja, Wirkung war so mittelmäßig, okay, aber ja, für zwischendrin fand ich die okay, aber würde ich mir jetzt nicht kaufen. Hier haben wir nochmal eine It's Potent Eye Cream in Mini. Die habe ich kaum benutzt. Die stand auch nur rum und da die genauso alt ist wie die andere, kommt die jetzt auch weg. Und dann habe ich noch ein bisschen, ja, zwei Hand Sanitizer von Bath & Body Works. Die hatte ich mal aus den USA mitgebracht bekommen. Und das eine ist Island Nectar und das andere ist Mandarin Citron. Und die fand ich beide sehr, sehr gut. Das Schöne an denen ist, ich benutze sie viel lieber als diese Desinfekts-Dinger, Gele auch bei der Arbeit, weil die nicht so meine Haut verätzen und auch nicht so eklig riechen. Die sind sehr, sehr angenehm. Die enthalten 68% Alkohol und noch anderes Zeug, um halt die Hände so ein bisschen zu desinfizieren. Und ja, ich habe auf jeden Fall schon eine ganze Menge neue. Und deswegen können die weg. So, zum Schluss noch drei Make-up-Aufgebrauchte. Und zwar einmal von Tarte die Light Camera Splashes, habe ich sehr lange in Verwendung gehabt. Kommt jetzt weg, es ist noch was drin, aber
Ich bin auch nicht mehr so, also das Teil, entweder ist das ein Montagsprodukt gewesen oder ich weiß nicht, ich habe inzwischen irgendwie, ich habe echt einen Fehlgriff gemacht, weil die hier so geschmiert hat irgendwie, also ich war da gar nicht von überzeugt, obwohl ich die heiß und innig geliebt habe. Also das ist jetzt, glaube ich, meine zweite oder dritte gewesen. Jedenfalls kommt die jetzt weg. Ich habe eine andere und ich habe lange Zeit von P2 die Volume Booster Mascara benutzt. Die fand ich eigentlich ganz okay, so für den Alltag und sah ganz nett aus. Hat auch minimal nur so, also die hat zwar auch Panda-Augen gemacht, aber nicht so schlimm wie andere und hat mir ganz gut gefallen. Kaufe ich mir vielleicht nach, ich weiß es noch nicht. Und dann habe ich noch ein Puder gefunden, was ich mal leer gemacht habe und da habe ich gedacht, ich schmeiße das einfach rein. Das ist eine meiner letzten oder mein letztes Soft Focus Compact in der Farbe 06 von Kiko. Gibt es leider nicht mehr. Das habe ich ganz lange als Puder Foundation benutzt. Oder so über die Foundation als Puder. Und ihr seht, komplett leer. Also bei Produkten, die ich liebe und die aus dem Sortiment gehen, die brauche ich bis aufs letzte Molekül auf. Und das war halt hier der Fall. Deswegen drei Sachen noch für den Müll. Und, ach ja. Und noch ein letztes. Das ist ein ganz kleines Mini. Ach Gott, ist das versifft. Jedenfalls ein Mini-Duschgel von einem Hotel. Ich weiß nicht, warum ich das hier reingeschmissen habe. Als letztes, als allerletztes habe ich übrigens noch, und das habe ich vergessen in die Tüte zu schmeißen, ein Non-Beauty-Produkt. Und zwar ist das von Biodo Premium eine Thai-Soße. Die habe ich auf der Produktblogger-Lounge gesponsert bekommen. Und da ich ja keinen Foodblog habe oder Foodkanal, hat das nicht wirklich einen Platz zum Reviewen gehabt. Aber ich habe gedacht, ich packe das hier rein. Ich fand die mega, mega lecker. Ich glaube, davon gibt es die Produkte bei Alnatura. Aber ich habe genau diese Thai-Soße, die ich so lecker fand, nicht gefunden. Jedenfalls, falls ihr wisst, wo man das noch kriegt, bitte, bitte sagt mir Bescheid. Weil ich fand das richtig, richtig lecker. Preis weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Aber ich glaube, so teuer sind die nicht. Ja, das war so mein Non-Food-Produkt. Das war's mit meinem Beauty-Aufgebrauch. Die Tasche ist leer und die Tüte ist voller. Und ich gucke gerade und ich hebe die jetzt nicht hoch. Das ist jetzt ein bisschen zu schwer. Ich glaube, also mindestens in diesem Dreivierteljahr eine komplette Mülltüte voll. Also so eine grüne von Aldi. Wie viel Liter hat die? Weiß ich nicht, 20 Liter oder so. Habe ich leer gemacht. Und das ist total interessant. Ich glaube, das beginne ich nächstes Jahr auch wieder, dass ich mal gucke, wie viel ich dann in dem Jahr verbrauche. So, ich halte euch nicht länger auf und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.